Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute für eine Beilage, was ich einfach zu einem Salat dazu mache. Wird heute nichts für Veganer, also definitiv nicht. Es wird panierter und gebratener Brie. Und ja, das wird, man könnte natürlich auch klatsch das jetzt einfach hier panieren, aber es soll doch so eine schöne kleine Beilage sein. Und deswegen schneide ich das in kleinere Ecken. Also, wenn es hier mal aus der Verpackung rausgehen sollte, hoffentlich. Ich schneide mir das in, ja, Dreiecke, so gut wie es geht. Also, sie sind nicht rechtwinklig, das muss ich schon mal gleich gestehen. Ja, immer gucken. Wie kriege ich dann nochmal wieder ein Dreieck raus? Und die sind dann mal schöner, mal nicht so schön. Und tatsächlich habe ich 3 Stück, das ist schon eine ganze Menge. Aber ich habe gedacht, das ist auch abends kalt nochmal, ja, ein kleiner Snack. Das, was jetzt heute nicht zu Mittag aufgegessen wird. Das ist also schon mal eine schöne Menge. Und wie gesagt, das wird so wie Fingerfood. Ja, ich habe hier 3 Eier. Gucken wir mal, ob das reicht. Die verplepper ich mir schon mal. Dann gibt es jetzt also die Panierstraße. Paniermehl kommt aber in den letzten Buttrich und in den ersten Mehl. Und das kann ich natürlich immer bei Bedarf dann nochmal nachfüllen. Und das ist jetzt sicherlich auch keine Zauberei. Einmal in Mehl gewälzt, einmal durchs Ei gezogen und dann aber auch wirklich zusehen, dass das ummantelt ist hier mit dem Paniermehl. Denn ich will ja nicht, dass das gleich so ausläuft. Das mache ich jetzt natürlich mit allem, wobei ich das natürlich total liebe, in Mehl so reinzufassen. Gibt ja nichts Schöneres. Ja, also wie gesagt, ich mache das jetzt mit allen. Und dann seht ihr gleich das Ergebnis und dann wird gebraten. Meine beste Qualifikation, die ich so habe. Nicht. Das ist also meine Ausbeute. Ich muss sagen, mit dem Ei, das ist auch, also ich hatte einen kleinen Rest vom Ei. Paniermehl, das muss ich ganz viel immer wieder nachkippen. Also Paniermehl habe ich schon einiges gebraucht. Ja, und jetzt brauchen wir auch ein bisschen mehr Öl. Aber das ist in dieser Plastikflasche ja sowieso, also das ist wirklich ein Mist. Ja, also wie gesagt, es braucht ein bisschen mehr Öl. Und es kann jetzt losgehen. Und das soll schon auf höherer Temperatur. Also ich mache das auf 1200. Da brate ich jetzt hier meine Brie-Ecken, die panierten. Jetzt, wo ich denke, ist es heiß genug, kommt jetzt hier meine Brie-Ecken rein. Und ja, die sollen von allen Seiten natürlich ordentlich bräunen. Ja, und um den Überblick hier nicht zu verlieren, werde ich das in 2 Durchgängen machen. Und da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dass ich dabei stehen bleibe und mich langweile, weil, oh, ich sag ja, ich bin so ungeduldig beim Brutzeln, das ist so nicht meine Welt. Also nach einer Minute kann man da auf alle Fälle schon mal wieder zur nächsten Seite wechseln. So, also jede Seite ungefähr eine Minute und dann kann ich euch gleich sagen, wie lange die erste Pfanne gebraucht hat, um vollbraun zu braten. Jede Seite. Aber ich glaube, das brutzelt schon ordentlich. Und das ist meine Ausbeute und ich kann sagen, dass ich genau eine Viertelstunde gebraucht habe. Und
Das muss richtig scharf angebraten werden. Man muss natürlich immer gucken, nicht, dass die auslaufen. Ja, jetzt werde ich hier erstmal noch ein aufschneiden, dass man sieht, wie wunderbar das innen jetzt ist. Das kam bei manchen, wo es so ein bisschen rauslief, kam das schon flüssig. Aber jetzt, wo das wieder ein bisschen, also kurz mal eben schon ja, abkühlen konnte, da ist das jetzt so puddingweich, würde ich mal sagen. Aber jetzt natürlich das Wichtigste, schmeckt das auch? Und da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich hoffe, ich verbrenne jetzt nicht die Schnüsse. Das ist ein Träumchen. Total gut. Meine absolute Empfehlung. Ja, dafür hat es sich auch wirklich gelohnt, hier mal die Pfanne anzuschmeißen und zu braten. Das werden wir jetzt gleich hier sehr genießen. Glaub mir, die schmecken auch abgekühlt, so als Fingerfood. Ganz hervorragend. Mit dieser knusprigen Panade jetzt. Ja, ich bin zufrieden. Ja, wir werden das jetzt sehr genießen. Genießen den Tag. Das wünsche ich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.